Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Lach. Beim Psalmbeten kam wieder einmal die Sprache auf Jerusalem. Und es kommt mir vor wie Zynismus. Wie da über Jerusalem gesprochen wird, was da von Jerusalem verlangt wird, was da auf Jerusalem projiziert wird. Und der Blick heute, Mord und Totschlag im Heiligen Land, ganz wörtlich schlagen sich manchmal Juden, Christen und Muslime an der Grabeskirche, an der Klagemauer oder in der Innenstadt die Köpfe ein. Wo ist denn da die Wohnstadt Gottes? Es segne dich der Herr vom Zion her. Du sollst schauen das Glück Jerusalems alle Tage deines Lebens. Friede über Israel. Wie klingt das heute in unseren Ohren? Ist da Friede? Wir dürfen aber das Glück Jerusalems schauen, weil wir daran glauben, dass es die Stadt Gottes ist. Gerade weil die großen Religionen an diesen einen Gott glauben, sollte doch möglich sein, dass Frieden werden kann. Auch wenn wir auf ganz unterschiedliche Weise uns diesem Gott nähern, so ist dieser Gott doch der Grund, warum Jerusalem so eine wichtige Stadt ist. Da geht es nicht zuerst um Recht und Unrecht, sondern um den demütigen Blick des Menschen auf diesen Gott, der uns Frieden schenken will, von seinem Wohnsitz aus, von Jerusalem aus, von der Stadt Gottes, wie ihn die Psalmen benennen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Herr, lass in Jerusalem und in der ganzen Welt Friede werden. Jerusalem ist symbolisch die Wohnstadt deiner Herrlichkeit auf dieser Erde, der Berg Zion, der heilige Berg. Doch in jedem Menschen willst du wohnen. Gib uns die Kraft, dass von uns Glück und Frieden in diese Welt getragen werden kann, damit Friede überall möglich wird. Dein Friede durch uns. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.